wir beginnen? Ich bin absolut bereit. Geil. Ich musste meinen Charakter neu auswählen. Das Spiel hat sich nicht gemerkt, dass ich mit diesem Charakter spiele. Aber es hat alles funktioniert. Also ich bin da. Ich führe gerade wieder irgendeinen Krieg. Ich habe vergessen, was ich für einen Krieg führe. Gegen das Königreich von Galizien. Ich nehme dem noch mehr Gebiete ab. Weil grundlegende Sachlage ist, wir wetteifern darum, wer die schrecklichste Dynastie errichten kann. Sind es die habgierigen, blutrünstigen Sanchos oder die gottesfürchtigen Monterossos mit ihrem schönen Entenwappen hier? Es ist eine Gans. Pia ist eine Gans. Ich vergaß. Wichtig. Pia ist hier in Navarra, hat länger gebraucht zum König werden als ich, weil sie nicht so von Gier getrieben war, sondern von Glaube und Demut. Was sie zu ähnlich schlimmen Verbrechen geführt hat, aber auf einem anderen Kurs, sage ich mal. Während ich, König von Aragon, eigentlich eine ganze Weile mal deutlich größer und mächtiger war, dann für meine Missetaten allerdings auch härter gestraft wurde und gleich zweimal wurde mein Herrscher ermordet. Einmal von irgendwelchen ganz schlimmen Moslems, die wir inzwischen vernichtet haben. Das zweite Mal wissen wir nicht. Hier, König Sancho der Goldene. Nee, der ist nicht. Moment, ist das. Der wurde ermordet. Jetzt steht hier. Nee, starb unter mysteriösen Umständen. Meine Frau hat sich zu Tode getrunken. Er ist gestorben. Und ich habe jetzt das ganze letzte Mal versucht rauszufinden, wer meinen Vater ermordet hat und habe es nicht rausgefunden. Und König Sancho, der Rächer Gottes, der findet das nicht so geil. Wie ist bei dir die Lage? Meine Familie ist bemerkenswert oder bald bemerkenswert tatsächlich in ihrer Bekanntheit. Das sollte ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Und das macht mich sehr glücklich. Mir geht's eigentlich ganz gut. Also ich bin ja meine andere Frau losgeworden. Nochmal, weil das ja einfach mit der nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die losgeworden bin. Ich weiß genau. Die Frau bin ich losgeworden, weil das irgendwie beim Bischof behauptet hat, das wäre Inzest. Jetzt habe ich eine neue, jüngere. Ist auch okay. Grundsätzlich geht's mir sehr gut. Ich habe Navarra endlich eingenommen. Ich bin ja eher friedlicher. Aber war ja dann doch sehr genervt von der Königssituation und diesem, dass mir meine Gebiete dauernd ohne Krieg abgenommen wurden. Deswegen bin ich gerade auf so einem persönlichen Rachefeldzug gegen diese Königshäuser, die meinen Vater da einfach jahrelang verarscht haben. Und ich bin guter Dinge, dass ich es heute noch mal schaffen werde, so richtig schön in den Glauben zu droppen. Weil mein jetziger Charakter ist zwar nicht so wirklich gläubig, aber sein Sohn und Erbe ist keusch, mitfühlend und ein religiöser Eiferer. Und ich finde, das wäre wirklich ein großartiger Sprung dann wieder zurück in die gottesfromme Dynastie, mit der wir begonnen haben. Ich bin gespannt. Dein jetziger Typ, wie hast du das denn geschafft? Der hat minus 173 Frömmigkeit. Weiß ich gar nicht, was der gemacht hat. Hast du irgendwen gefoltert? Nee, ich glaube, weil ich Religionspunkte ausgegeben habe, um diese Kriege zu erklären. Ich glaube, dadurch ist das, weil der hat eigentlich nichts gemacht. Also, der hat auch keine Affären oder sowas in die Richtung. Er säuft, so wie alle in meiner Dynastie irgendwie Säufer sind. Und sonst hat er eigentlich nichts gemacht. Der hat zwei Söhne mit seiner vorherigen Frau. Der eine ist keusch, paranoid und arrogant und der andere ist keusch, mitfühlend und religiös. Und das passt eigentlich so, also ja. Hauptsache keusch, ja. Du selbst bist ungeduldig, fleißig, aber immerhin auch treuherzig. Und es ist bei dir so ein bisschen die absurde Ungerechtigkeit ist, dass du warst mal Galizien, ne? Und jetzt ist jemand anderes beansprucht für sich. König Freula der Dritte Nunez. Ja, mit dem führe ich gerade schon Krieg, der stirbt gleich. Ja, genau deswegen, richtig, das verstehe ich auch. Vor allem es ist halt einfach frech. Also, der besitzt eine Grafschaft in Galizien und nennt sich damit Königreich von Galizien. Und das ist eigentlich meine Grafschaft, die er einfach nur bekommen hat, weil er sich auf den Königsthron setzen hat lassen durch eine Petition,
bei der ich nichts machen konnte, weil die gegen meinen Lehnsherrn gerichtet war. Und weil diese Grafschaft die Hauptstadt vom Königreich von Galizien ist, wurde ihm die einfach automatisch zugeschrieben. Nee, Blödsinn, erst die andere und dann die, weil ich ihm die eigentliche, die er mir abgenommen hat, wieder weggenommen habe. Und statt dass er seinen Titel verloren hat, wie ich das als Spieler auch verlieren würde, hat er dann einfach random eine andere Grafschaft in Galizien bekommen, damit er seinen Titel weiter behalten kann, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er genau eine Grafschaft hat und die gehört mir. Und deswegen Krieg. Muss er sterben, ja. Ja, ja. Finde ich aber auch gerechtfertigt. Ja, dann schauen wir jetzt mal. Und denn, liebe Leute, heute ist jetzt das Finale. Wir sind bislang unentschieden, welche Dynastie die schlimmste ist. Einmal habe ich, also wir machen eine Abstimmung, ne? Einmal habe ich gewonnen, einmal hat Pia gewonnen. Letztes Mal waren wir beide ungefähr ähnlich schlimm. Das heißt, es steht 2-2 quasi, je nachdem, wie du rechnest, oder 1-1. Das heißt, heute schauen wir mal. Ich bin gespannt. Sind wir bereit? Ja, jawohl. Geil. Krieg. Und bei mir muss man jetzt mal sagen, also mein Typ ist eigensinnig, tapfer und zornig. Seine Lebensmission ist es, rauszufinden, wer seinen Vater umgebracht hat. Und ich habe letztes Mal eigentlich schon überall versucht, Geheimnisse aufzudecken und rauszufinden, wer könnte es gewesen sein. Und jetzt kommt direkt ein Komplott gegen mich. Aber jemand will ein Druckmittel gegen mich fingieren. Wer wagt es? Gegen mich. 5% Erfolgschance, 0% Geheimhaltung. Das wird ja potenziell auffliegen. Aber was halt die Sache ist. Mich erzürnt, also mein Typ ist ja zornig. Mich erzürnt dieses absolute Versagen meines Ratsspitzels, den Täter zu finden. Den Mörder meines Vaters. Und der Töten ging ja viel zu leicht und zu schnell. Folterst du ihn jetzt? Also mein Ratsspitzel ist offensichtlich Tafsut hier. Oh, ist auch eine Muslimin selbst. Wer hat das denn erlaubt? Ist offensichtlich mit dem Feind im Bunde. Entweder ist sie so inkompetent, dass sie dadurch mir schadet, oder sie ist eine aktive Verschwörerin gegen das Haus der Sanchos. Und es ist nun an der Zeit, sie einzukerkern. Aus irgendeinem Grund habe ich nur 10%, 4% Chance, dass es gelingt. Wir probieren es trotzdem. Wir pinnen sie mal noch haben an. Wir den Squad-Stream noch nicht aktiviert? Jetzt ist er aktiviert. Perfekt. So, ich pinne diese Verbrecherin mal an. Ich habe meine Kaiserin-Mutter, beziehungsweise es ist eher meine Schwester, aber sie ist Kaiserin-Mutter von Franzien. Und ich habe sie tatsächlich jetzt doch noch mal in eine Ehe geschickt. Warum? Weil es sich angeboten hat, mit Kuno von Nordheim. Das ist, der ist quasi 43, sie ist 41 und er erbt halt das Reich von Bayern, von seiner Mutter. Und das sieht aus wie eine gute Zukunft, die sie da noch für sich haben kann. Statt dass sie den Rest ihres Lebens nur als Hoftutor bei mir auf dem Hof verbringen muss, dachte ich, das ist halt schön, wenn sie doch noch mal ein bisschen wo herrschen darf. Das war ja nicht so lange für sie. Sie hat ja nur eine kurze Herrschaftszeit. Weil ihr Mann ja relativ früh gestorben ist. Und deswegen dachte ich, das bietet sich an, das passt. Und Bayern ist auch recht groß gerade. Ist doch alles nur schön. Meine verräterische Nein. Entschuldigung, ich muss ja ganz kurz. Ich krieg gerade zu viel
ich muss hier. Nee, bleib bitte hier. Geh nicht weg. Nein. Oh, bitte. Oh, ich hab's nur. Ich hab mich verklickt. Das kenne ich. Und jetzt habe ich meine Belagerung abgebrochen von der Stadt, die auf 99% belagert war. Ah, das ist schlimm. Ja, und ich habe in dem Moment kamen Pop-ups und deswegen konnte ich es nicht mehr rechtzeitig wegdrücken. Das ist einfach nur nervig gerade. Sie hat gewebert, wird gesagt. Ja, offensichtlich. Ja, habe ich auch. Es ist ultra nervig. Das ist wirklich ultra, ultra nervig. Wie geht's der Schwester im Kerker? Auch das ist mehrere Generationen her, die ist längst tot. So, mein Sohn Sancho wird gemobbt von Herzogin Loba von Mallorca. Das, die ist dann, also alle, die gegen, also das Haus der Sanchos, überall Feinde, selbst die Zehnjährigen lehnen sich bereits gegen uns auf. Herzogin Loba, wie kannst du es wagen? Ich bin krank, oh mein Gott! Verflucht seien die Pop-Ups, mögen ihnen beim Händewaschen die Ärmel herunterrutschen. Genau das. Und Herzogin, jetzt laufen die von mir weg, da Loba, ist nicht deren Ernst. Bitte? Entschuldigung. Herzogin Loba lehnt sich auf, weil ich sie einkerkern will dafür, dass sie meinen Sohn mobbt. Dafür, dass sie meinen Sohn mobbt. Klingt schon lustig. Ich ja. hätte gern einen Wandteppich. Dafür wirst du bezahlen, Herzogin. Für diese... Also, das Haus der Sanchos hat überall Feinde. Und sie werden alle in ihrem eigenen Blut ertränkt werden. Sie werden alle brennen. Achso, ja, im Blut ertränkt werden, nicht brennen. Ups. Ja. Fast. Ach, meine Frau ist schon wieder schwanger. Es ist so wundervoll. Und jetzt rennt der da von mir weg. Und da kriege ich... Ich bekomme lauter bezahlte Unterstützung von meinen Untertanen. Die lieben mich offensichtlich. Ja, das ist schön. Meine Untertanen sind, es sind ein Nest aus Vipern. Vielleicht musst du versuchen, ein bisschen gläubiger zu sein. Ich habe gehört, dass sie werden dafür mein Vater, mein edler Vater, wurde direkt bei der Rückkehr von seiner Pilgerreise nach Jerusalem ermordet. Der Glaube wird uns nicht retten. Weil deine Untertanen damit gerechnet haben, dass du bei der Pilgerreise nach Jerusalem einfach nur versuchst, irgendwelche Glaubensstücke zu kaufen, um sie dann teurer wieder zu verkaufen. Das ist eine Unterstellung gegenüber meinem noblen Vater, die ich nicht hinnehmen werde. Ich hätte eher gedacht, deine Dynastie nimmt das als Kompliment, weil das kaufmännisch des Genies. Ja, ich selber bin ja ein Gelehrter. Ich bin ja gar nicht mehr gierig. Mein Vater wurde vielleicht manchmal von Mammon gelenkt, aber er war ein guter Mann. Er war ein guter Mann, ein Gläubiger, ein rechtschaffener Mann. Dankeschön, Dalai, für die 11 Monate und den Tier-2-Sub. Vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ich habe die bezahlte Unterstützung falsch verstanden. Ich muss für die bezahlen, nicht die bezahlen mir was. Ups. Ja, ich bin, mein Dude ist treu und offensichtlich auch ein bisschen naiv. Der sagt einfach überall ja. Der sagt überall ja, weil er keine Ahnung hat. So ist das nun mal. So, jetzt werden wir hier... Du wirst es bereuen, dass mein Sohn sich vor dir in seinem Zimmer verstecken musste. Ich werde nichts dulden, was die Dynastie der Sanchos irgendwie ins Lächerliche zieht. Eine Unabhängigkeitsfraktion von Graf Nehilai von Mallorca. Ich habe das Gefühl, die in Mallorca, wir haben ihnen lange Zeit
haben wir ihnen zu viele Freiheiten gelassen. So. So, aber der Krieg ist da jetzt gleich vorbei. Dankeschön, Kajao, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ich danke euch sehr. Alles nieder sehr. In Puy Gerda. Ich danke euch sehr für die ganzen Subs. Statuiert ein Exempel. Gibt es einen Grund, warum deine Hardzeit nicht so hasst? Niemand soll jemals wieder auf die Idee kommen. Ich habe den beleidigt. Hoher Aufgebotbeitrag. Sich gegen uns aufzulehnen. Ich werde so gefürchtet werden, dass sich niemand trauen wird, mich um die... Ich müde Maurice ganz kurz. Ich habe, weil er Anspruchstelle auf mein... Oh geil, da haben wir gerade das freigeschalten. Anspruchstelle auf Titel, ungeduldig, hoher Aufgebautbeitrag, kurze Herrschaft. Ich habe dem was abgenommen, absolute Lehnsautorität. Ich habe das Herzogtum, das er glaubt, dass ihm zustehen würde, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder weil ich es nicht habe, kann auch sein. Ja, es gibt viele Gründe, mich zu hassen. Hallo Gumba. Ich habe noch einen Sohn bekommen. Ich habe derweil meine flüchtige und eindeutig verräterische Ratsspitzelin ermorden lassen. Sie hätte sich der Gerechtigkeit der Sanchos niemals zu entziehen versuchen sollen. Und ich habe die 10-jährige elfjährige Herzogin von Mallorca eingekerkert. Oh, ich bin groß geworden. Wie? Naja. Oh, Galizien ist deutlich kleiner geworden. Ja, so könnte man das auch formulieren. Ich finde das gut. So. Herzogin Loba. Ich habe so viele Pop-Ups. Bekanntermaßen eine Verbrecherin hat gegen mich rebelliert. Ist so geil, dass jemand als Verbrecher zählt, wenn du sie einkerkern willst und sie sagt nein, dann zählt die Rebellion gegen die Einkerkerung als Verbrechen, die dann dir rechtmäßig erlaubt, sie hinzurichten. Mittelalterliche Rechtsprechung ist schon manchmal geil. und ja, wir werden diese Elfjährige jetzt dafür köpfen, dass sie meinen Sohn gemobbt hat. Man kann das du nicht mobbst durchgehen lassen. Jetzt ne, warte mal. Was machst du? Ich habe Krieg geführt, um sie einzukerkern. Mein Sohn hat sich vor ihr in seinem Zimmer versteckt. Soweit ging es, Pia. Und jetzt köpfst du sie dafür. Die Dynastie der Sanchos wird zum Gespött. Meinen Vater haben sie umgebracht. Jahrelang hat mein Ratsspitzel vorgemacht, dass sie leider die Täter nicht finden kann. Ich werde mir das alles nicht mehr bieten lassen. Okay. Das war es. Und Dankeschön, Kajou, für die 2 Monate und Cookie Warrior für die 5 Monate. Ich danke euch für den Support. Willkommen zurück bei den Eumeln. Dankeschön. Na gut. Nee, die Unabhängigkeitsfraktion, das ist doch ist auch wieder einer von Mallorca. Du wagst es. Du Graf Nihilai. Bin nicht. Jetzt werden wir erstmal ein Druckmittel gegen ihn fingieren. Gläubig genug. Ich brauche mehr Geld. Ich habe jetzt zu kriegst du viele wieder ein Sancho. Gebäude. Ich habe zu viele Gebäude gerade. Wie, bis wohin geht denn mein Reich jetzt? So, warum? Wie kann ich denn jetzt? Ich habe jetzt eine ganz grundsätzliche Frage, weil ich verstehe das tatsächlich gerade nicht. Okay.
Ich habe jetzt Herzog Godino Marines, der in Portugal sitzt. Mhm. Und der hat jetzt zwei Gebiete. Eins in meinem Reich und eins in dem von dem anderen Lehnsherrn und hat den anderen als Lehnsherrn, aber er ist in meinem Gebiet. Das ist mir natürlich auch neu. Wie geht das? Das ist eine gute Frage. Der müsste das doch verloren haben, das Gebiet. Der kann doch nicht zwei Lehnsherren haben. Der hat das Herzogtum von Portugal und sitzt aber mit seiner Grafschaft in Aveiro. Und Portugal ist aber komplett bei mir drinnen. Aber. Nee, das geht ja tatsächlich. Du kannst ja, also das gilt ja nur, dass irgendwie de jure ihm dieses Herzogtum gehören würde, aber er besitzt die Gebiete darin nicht. Ja, aber er hat das Herzogtum. Wie kann er denn das Herzogtum haben? Das Herzogtum ist ja bei mir. Das hat er sich vielleicht irgendwie schon gemacht, als er noch mehr Gebiete da hatte oder sowas. Das ist ja so weird. Aber nee, das geht, genau. Aber ihm gehören eben die Gebiete darin nicht. Das heißt, er hat es nur auf dem Papier sozusagen. Wie auf dem Papier? Papier ist da, um zu brennen. Ja. Okay. Schwierig. Aber es wird mir auch geschrieben, es kann sein, dass du das übernehmen kannst. Ja, ich habe nicht genug Geld, um das gerade zu übernehmen. Das macht das so ein bisschen schwierig. So, leider ist mein Druckmittel fingieren gegen Graf Nehilai aufgeflogen, dann klappt es nicht mehr. Dann müssen wir jetzt tatsächlich auch ihn einkerkern lassen. So, und das ist ja jetzt. Oh, wundervoll, wenn wir einen schönen Wandteppich bekommen. Aber du bist ja jetzt die, genau. Und du bekommst jetzt den Titel. Du bekommst nämlich jetzt das Herzogtum von Kantandings zugeschrieben. Ne? Gratulation, du wurdest gerade zu einer Herzogin. Und jetzt kann ich den Vasallen verleihen. An sie. Vasall verleihen, genau. Und jetzt kriegst du, das ist ja auch der de jure Vasall. Geil. Und damit kriege ich das jetzt alles so ein bisschen untersortiert. Damit da diese ganzen, damit ich diese Vasallen nicht alle unter mir habe, weil das ist viel zu anstrengend. Navarra habe ich halt auch selber. Navarra will ich eigentlich gar nicht selber haben. Ja, das ist katastrophal. Ich will gar nicht so viele Herzogtümer haben, weil ich will auch diese ganzen Vasallen gar nicht direkt unter mir haben, weil ich will nicht, dass die gegen mich rebellieren können. Man muss da knallhart durchgreifen. Meine eigene Ehefrau. Es ist spät und ich widme mich gerade einer packenden Abhandlung über antike Grammatik. Gerade als ich anfange, über die herrlich schnippische Randbemerkung des vorherigen Lesers zu kichern, tritt meine Gemahlin ins Zimmer. Rückgratloses Ding! Ihr vernachlässigt alles über euren Studien. Von morgens bis abends lest ihr allein im Haus. Nehmt die Nase aus diesen staubigen Schriftrollen, sonst braucht ihr heute Nacht nicht zu mir zu kommen. Oh. Weib, wie wagst du es? Ich brauche dir nicht beizuwohnen. Ich habe die warme Umarmung des Wissens. Ui, das merke ich mir. Klingt irgendwie nicht so gut. Das merke ich mir. Und jetzt kommt sie zu mir und sagt, irgendein Hof, der Hofarzt hat mich gekränkt. Er belästigt mich nicht mit einem solchen Unfug. Gerade hast du mich noch. Alter, ich krieg gerade so viele. Graf Mari schmiedet Ränke gegen mich, es wird immer schlimmer. Ich fordere euch aber Bündnis zu ehren und Krieg machen wir ja, mit. Ja, die Franzosen wollen irgendwie. Ja, ich helfe da auch gleich mit. Ich muss hier nur ganz kurz ein paar Sachen erledigen. Ich kann hier, genau, hier bekomme ich noch Geld. Dann möchte ich auf jeden Fall Herzogtum von Portugal übernehmen. Das gehört nämlich rechtmäßig mir. Ich habe jetzt das Zölibat freigeschaltet. Ich gehe ins Zölibat. Ich brauche solche Weiber nicht mehr. Frauen, ey.
Du bist doch ein toller Herrscher. Ich kann nicht so schnell. Gib mir eine Zeit, dass ich hier bitte erstmal meinen Sohn hier unterbringe. Weil der wird jetzt hier Herzog. Und damit habe ich jetzt meine Gebieteaufteilung erledigt. Mein jüngerer Sohn hat gerade einen Herzogtitel geerbt. Graf Nehelei ist sogar ein Ketzer, den kann ich verbrennen lassen. So, und dann wollten wir hier oben irgendwo helfen. Weil Krieg, ne? Wie viel Armee braucht er denn für diese Schlacht, für diesen Krieg? Ja, warum braucht er mich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Gegen 5000 Leute lehnt er sich mit seinen 25. Wobei, der ist mit uns beiden 25.000. Das heißt, er selbst hat läppische 10.000 oder sowas. Aber ja, aber 10.000 gegen 4.700. Also. Ich habe hier anderes, Wichtigeres zu tun. Ich muss mich in diesem Schlangennest hier. Nee, also ich helfe dem auf jeden Fall. Das finde ich wichtig, weil das ist der Kaiser. Der Kaiser von Franzien, dem wird immer geholfen, wenn er Hilfe braucht. Außerdem hat er mich mit werter Onkel angesprochen und das schmeichelt mir. Und der Wichtigkeit, die ich für mich selbst in der Geschichte unserer Welt sehe. Aber ich fühle mich als König von Navarra auch schon ziemlich mächtig und königlich. Und ich finde es sehr toll, dass mein Sohn, also mein zweitgeborener Sohn, jetzt auch Herzog geworden ist. Der hat jetzt seine erste Verantwortung, die er da gerade übernimmt. Und das sieht gut aus. Das gefällt mir. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Gebiet einnehmen, damit ich meinen jüngsten Sohn auch unterbringe, weil ich will den nicht enterben. Das heißt aber, ich muss neue Gebiete einnehmen, damit der auch das Reich bekommt, das ihm zusteht. Ich könnte ihn auch in die Kirche schicken als Mönch, aber muss ja eigentlich nicht. Das stimmt. Graf Mari hat gegen mich Ränke geschmiedet. Auch er muss in den Kerker. Was ist eigentlich mit Kastilien? Das haben wir rechtmäßig dir zugesprochen. Ach, das gehört rechtmäßig mir. Das ist ja super. Ja. Dann habe ich ja das Königreich für meinen zweiten Sohn gefunden gerade. Ja, das sind gute Söhne. Die müssen gut untergebracht werden. Verstehst du doch? Ja. Also alle lehnen sie sich auf gegen mich. Niemand akzeptiert meine Autorität, Pia. Ich glaube, die waren alle am Mord an meinem Vater beteiligt. Ich glaube, alle meine Vasallen haben sich gemeinsam verschworen, um meinen Vater umzubringen. Chat. Ich glaube, wir müssen die komplette Herrscherkaste des Landes austauschen gegen loyale, neue, mir hörige Vasallen. Lauschet, was ihr hier gerade hört. Ihr könnt gerade dabei zuhören, wie ein Herrscher dem Wahnsinn verfällt. Das ist gerechter Zorn und etwas Eigensinn, der mich treibt. Und ein bisschen Wahnsinn. Nein, das ist gar nicht wahr. Oh nein, ich habe vulgär-iberisch gerade vergessen. Das ist schade. So. Ich wollte noch meinen Wandteppich aufhängen. Meine eigene Moderatorin Namoria fällt mir wieder in den Rücken und schreibt literally jedes Mal, wenn Maurice Crusader Kings spielt, meine eigene Ehefrau. Ja, was sind die auch immer so? Ich habe so viel zu geben. Ich bin ein guter Ehemann. Und jedes Mal. Das ist doch auch nicht mehr normal. Ich saufe ein bisschen zu viel. Ich muss ein bisschen, mein Stresslevel ist ein bisschen zu hoch. Das Königreich von Leon ist auch ein schöner Titel. Ich werde ein Epos in Auftrag geben, das allen erzählt, wie meine Dynastie von allen misshandelt wurde. Misshandelt, vor allem. Ja. Dankeschön, Broplayer, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen der hier Dank, ist bei jeder Revolte nett. Dabei. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe den schon 2-mal freigelassen, Graf Najib. Bei jeder Revolte, die kommt, ist er sofort dabei.
Also ich möchte an dieser Stelle anbringen, ich habe einen wunderschönen Spieleerben und der hat mir schon einen kleinen Sohn geboren, Flehn Samuel de Monteroso. Das heißt, meine Erbschaftslinie, meine Blutlinie ist einfach bis in die zweite Generation nach mir gesichert. Ich bin zutiefst zufrieden. Der Typ, gegen den ich gerade einen Krieg führe, weil er Ränke gegen mich geschmiedet hat, will mir jetzt ins Ohr setzen, dass ich meinem eigenen Sohn nicht vertrauen kann. Nee, oder meinem Bruder. Familie ist alles, wo man noch vertrauen kann. So, wir haben jetzt stilsichere Mode, geräumige Unterbringungen, aufwendige Verpflegung und viel Dienerschaft. Meine Prachtstufe meines Throns steigt jetzt hoch auf Stufe 7. Geil. Ich will es ja nur sagen, ne? Meine Familie hat gut investiert, um jetzt gut auszugeben. So, der erste Bittsteller. Mein Vasallbürgermeister Mendo eilt an meine Seite, wobei sein Blick aus blutunterlaufenden Augen suchend durch den versammelten Hof schweift. Mein Fürst, ich habe Kenntnis von einem Komplott im Königreich erhalten. Jemand ist hinter mir her. Ich habe keine Beweise, vermute aber, dass Herzogin Juana ist, die sich seit jeher als Feindin von Bürgermeister Mendo und mir positioniert hat. Ich kann die nicht wegsperren, die liebt mich. Außerdem habe ich die gerade erst zur Herzogin gemacht. Böswilligkeit an sich ist kein Verbrechen, Mendo. Eine gute Antwort. Will der Chat mir auch einreden, dass meine Familie nicht vertrauenswürdig ist? Leute, man kann nur Familie vertrauen auf dieser Welt. Also vertraust du mir auch nicht? Wir sind ja, glaube ich, sogar inzestuös Familie, oder? Weiß ich gar nicht, ob wir gerade Familie sind, um ehrlich zu sein. Ah, sicher sind wir das. Jetzt sagt er das da, ne? Aber wissen tun wir es nicht. Mein Vasall Graf André schmiedet auch Ränke gegen mich. Warum lernen die denn nicht aus den Exempeln, die ich statuiere? Also, mein Befehlshaber, Graf Jum, wenn du diese Schlacht nicht gewinnst, werde ich dich auch hinrichten müssen, ne? Fair warning. Ich sag's nur. Du willst mich doch nicht enttäuschen? Graf Jum al-Dawla ibn Nizam al-Dawla von al-Bund. Also, wenn du diesen Namen fehlerlos aufsprechen kannst, würde ich mir auch Sorgen machen, dass du gerade sehr wütend bist, dir diese Mühe zu machen, diesen Namen auszusprechen. Aber es wird sehr knapp, aber ich glaube, wir schaffen es. 12 Mann gegen 47, 8, 5, 38, nein! Wir versagen, das kann doch nicht sein! 0 zu 13 Mann zu 12 Mann Niederlage! Du, das hast du doch absichtlich gemacht. Du hättest das, ich habe dir alle meine besten Leute gegeben und du hast sie in den Tod geführt. Jetzt müssen wir leider Horden von Bauern in die Schlacht werfen, um diese Rebellen niederzumachen. Das ist... Alle verschwören sie sich gegen mich. Schade. Hütet sie alle! Er dreht durch. So, ich habe jetzt aber gleich genug geholfen, oder? Oh, meine Tochter ist herrisch. Das ist wundervoll. Süß. In Kriegskunst ausbilden.
Oh, ich hatte eine Frühgeburt. Der ist schon wieder in einem Krieg, der Kaiser Henri von Franzien. Der hat schon Bock auf Krieg irgendwie. Karim schreibt Grabbe. Im Osmanischen Reich war der Fratizid, Brudermord, lange Zeit nach jeder Erbfolge normal. Wenn der Sultan gestorben ist, dann fand ein Wettrennen nach Istanbul statt. Der erste Sohn, der dort ist, Befehl über die Armee an sich zog und seine Brüder Neffen tötet, war der neue Sultan. Ergo nein, Familie kann man nicht immer trauen. Wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein absurder Brauch? Das ist richtig krass. Dankeschön, Xanzu, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, vielen lieben Dank. So, ich glaube, ich habe jetzt genug hier eingenommen. Ja, mein Bruder würde das niemals tun. Mein Sohn ist übrigens König von England, weil ich die englische Königin geheiratet habe. König Sancho der Schlechter. Hat Königin Alienora von England sich zum Weibe genommen. Zum Weibe genommen. Ja, für wahr. Krass. So. Alter, meine Prachtstufe steigt immer weiter. Ich bin jetzt schon bemerkenswert mit meiner Prachtstufe. Wir müssten heute eigentlich noch einen Kreuzzug schaffen, ne? Kann gut sein. Oh, hast du? Wollen wir? Das wäre halt perfekt. Wollen wir uns versuchen, ein Kind aufzuheben für den Kreuzzug aus jeder Dynastie und das zu bevorzugen und dann quasi gemeinschaftlich die miteinander verheiraten, wenn die in Jerusalem sind? Und dann unsere beiden Kinder in Jerusalem an die Macht setzen? Das finde ich gut. Ich habe so viele Söhne. Siehst du, ich habe eine wundervolle Tochter. Die ist wunderschön, bevor du dich wieder beschwerst. Oh, sehr gut. Rachel Samuels von Navarra. Bevor er sich wieder beschwert. Sohn. Ich habe immerhin einen stattlichen Sohn. Er ist zwar hinterlistig, eigenwillig und faul und ein knausriger Buchhalter. Welcher ist das? Infant Sancho, ja, aber der ist ja der 17, ne? Ja. Ja, aber ist eigentlich passend. Ah, kriegen beide auch ordentlich an Prestige. Ich werde in lauter Kriege reingerufen. Das sind alles nicht meine Kriege. Ja, der Franzose ist irgendwie auch richtig. Der braucht uns immer gar nicht, aber der will uns für all diese Kriege haben. Ich finde den allmählich ein bisschen aufdringlich, ehrlich gesagt. Ja, ich muss meine Armee gleich auch auflösen. Weil die das einfach, also die verhungert mir gerade schon. Das beschreibt diesen Stream sehr gut. Ich habe so viele Söhne auf einen mehr oder weniger, da kommt es nicht drauf an. Gab es in der Sancho-Dynastie überhaupt jemanden, der kein Schlechter war? Nö. Nee, eigentlich nicht. Die haben nur immer unterschiedliche Gründe gehabt. Ui, da hat gerade jemand meiner Frau Avancen gemacht. Ja, dann wird er verbannt. Ich hab den verbannt. Der kleine Schuft. Ich würde so nett nicht sein zu den Leuten. Sie hat von mir verlangt, dass ich ihn verbanne. Und ich habe das gemacht. Und habe ihn deswegen dann auch instant verbannt. Verbannt. Alter, jetzt will er mich in noch einem Krieg. Leute, meine Armeen müssen auch essen. Meine Armeen müssen auch echt essen. Was ist denn hier überhaupt für ein Schwellenwert? Versorgungsschwelle 3000. Okay, dann wird das jetzt hier eben ein bisschen besser. Ach, geil. Ich habe Graf Najib 2-mal verziehen. Bei der 3. Rebellion musste es jetzt wirklich mal... Ne?
So, Mallorca muss einem loyalen Manne gegeben werden, nämlich meinem Sohn. Nur Familie, Leute. Nur Familie. Ist vertrauenswürdig. Sancho, der Platinglänzende. Ach krass, Karim, gut zu wissen. Dankeschön, Drakesoul, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Mein Reichsspitzel werden, weil du bist loyal. Sohn. Nein. Ach, vielleicht habe ich den anders übertragen. Ach, blöd. Ich dachte, er kriegt dann einen Vasallen. Das habe ich ihm stattdessen ihn wem anders gegeben. Jetzt kann er nicht mal mein Ratsspitzel sein. Doof. Doch wieder der. Er ist sicher auch loyal. Krieg ich ein bisschen Geld, das ist gut. So, ich muss jetzt in irgendeinem dieser Kriege helfen gehen. Wo brauchst du denn Hilfe? Oh, da brauchst du wahrscheinlich wirklich Hilfe. Da kommen 11.000 Mann, die dich nicht wollen. 11.000 Mann, das ist halt eine Hausansage. Wobei du da auch helfen solltest, ne? Also. Ja. Halt wirklich eigentlich hier schon genug mit meinen aufrührerischen Vasallen zu tun. Oh, ich hab einen Stresslevel endlich. Wie wär's denn mal? Ich muss halt eigentlich in Spanien Krieg führen. Ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, den Franzosen die ganze Zeit zu kämpfen. Raphium, du bist hoffentlich auch mal als Ritter dabei. Oh, ich habe eine Schädel einer Wildsau aus Ispoca. Habe ich bekommen für meinen Thronsaal. Wo kann ich das denn hinplatzieren? Ach, da oben. Geil. Schädel einer Wildsau. Was man sich halt so hinhängt. So, Anspannungslevel ist noch weiter runter. Geil. Wie weit ist der Ausbau in meiner Stadt? Gut. Bin ich eigentlich wieder Kulturoberhaupt? Ja, natürlich. Alles andere wäre ja auch eine Beleidigung. Muss ich dem helfen? Schafft er das allein? Er schafft das nicht allein. Och, ich will dem nicht helfen, Maurice. Das ist so teuer, dem zu helfen. Ja, es ist bei mir auch tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ich habe eigentlich gerade nicht genug Gold, um meine Armee langfristig so zu unterhalten für diese Kriege. Man muss ja nicht da ewig weit laufen. Bist du so arm? Ne, ich war nur mal deutlich reicher und habe entsprechend Kriegsvolk eingekauft. Ah, ich habe 9.400 Mann und krieg 4,8 plus, wenn ich die ausgehoben habe, komplett. Ich weiß auch gerade nicht, warum das so krass ist, aber ich krieg minus 25. Ich wollte nur angeben. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. So, was lernen wir als nächstes? Wir haben jetzt gerade die Hoden gelernt. Fortschrittliches Bogenbauen für Armbrustschützen. Ja. Armbrustschützen. Oh, der lässt sich auch total abmetzeln, der Typ. Das ist nicht mal ein Krieg, der. Also der. Ich glaube, der verliert das. Ich komme. Nee, der darf das nicht verlieren. Der muss das gewinnen. Weil diese 10.000, die da kommen. Ja, ich komme mit 9.300. Ich mach das. Aber er verliert gerade nochmal eine andere gegen 6.000. Ich mach das. So, ich müsste doch jetzt eigentlich meine Hofsprache ändern können, oder? Hä, ich will kein Schiff aus Silber. Ich brauche kein Schiff. Ich habe noch eine wundervolle Tochter bekommen.
So, hier können wir jetzt vielleicht diese 11.000 irgendwie kriegen. Ich bin auf dem Weg, aber die rennen. Ja. Waren Armbrüste nicht verboten, gegen die Christen einzusetzen? Dann nutze ich die gegen die Muslime. Mir fallen viele Möglichkeiten ein, die zu nutzen. Lässt er sich da jetzt ernsthaft nochmal erwischen? Nee, gerade nicht. Okay. So, aber das müssen wir doch jetzt hier. Pia ist auch auf dem Weg. Auf geht's, Leute. Das müsste doch jetzt hier gut machbar sein. So, komm mal hier rechts dazu. Da kommen jetzt die 11.000 gerade nämlich her. Okay, er hat sich erwischen lassen. Ah, kommen wir da rein? Das schaffen wir vielleicht. Hast du einen guten Befehlshaber? Ist da ein guter Befehlshaber drin in dem Kampf? Er hat einen ganz okay. Oh, er kämpft 20. selber. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Es wird, ja, es wird schwierig. Ah, oh Gott, das, da steht schon Niederlage dran. Ja, jetzt bin ich schon drin mit der einen Armee. Wir schauen ja, mal. Ja, wir gewinnen das. Nee, wir gewinnen das. Ich komme ja auch gerade noch rein von hinten. Aber vielleicht zu spät. Mal gucken. Nee. Nee. Das. Aber und der jetzt, hat. Wenn wir da jetzt noch reinkommen, 6.000. Und du, ja, jetzt könnte es was werden. Das war ein ziemliches Blutvergießen jetzt. Und da retteten wir euch. Ja. Da haben wir euch gerettet. Und kamen von hinten. Also, Moment, schauen wir mal, ob wir den jetzt retten. Es ist jetzt ausgeglichen. Wir können immer noch verlieren. Nein, unsere Armee ist großartig. Wir verlieren das. Wir verlieren das. Nein. Doch. Schau es dir an. Wir haben es schon verloren. Ich kann nicht gucken. Ich habe meine Töchter beschweren sich über die. Ich brauche mehr Armee. Nee, wir verlieren das. Aus irgendeinem Grund. 19 Ritter gegen 16? Hä? Und auch richtig vernichtend. Also wir verlieren das komplett. Ich weiß gar nicht warum, weil der Anführer ist eigentlich besser. Wir hatten jetzt am Ende mehr Leute. Wir haben das komplett verloren. Komplett chancenlos auch. Ja, ich glaube, ich muss jetzt wirklich, ich kann jetzt hier nicht weiterkämpfen. Ich muss jetzt wirklich mal meinen Ratsmarschall, glaube ich, hinrichten. Also der hat jetzt schon zweimal einfach richtig gewebert. Ich glaube, Maurice bringt Pia Pech. Nee, das ist ja nicht Maurice, der das macht. Das war der französische König. Kaiser! Wasch dir den Mund. Kaiser. Mm. Ich brauche bessere Einheiten. Kann nur mein ich beende jetzt mein Bündnis mit dem. Der Typ macht so viel Schwachsinn, dieser französische König. Ich habe hier andere Probleme. Ich muss mich um meine untreuen Untertanen kümmern. Ich kann doch hier nicht dessen Versagerkriege hier die ganze Zeit. Warum habe ich minus Gold? Ach, weil die sich erstmal regenerieren müssen, die Truppen jetzt. Ich sauf schon wieder. Ich muss mit meinem Stress klarkommen. Also. Ja. Ratsmarschall. Also ich baue jetzt auf. Ich habe jetzt meine Armee weiter aufgerüstet. Weil ich das mit meinem Ego nicht schaffe. Und ich lerne gerade schon Armbrustschützen. Also in 34 Jahren gewinnen wir das. Pikiniere, Kalabriers, Bogenkämpfer, Soldaten. Will ich noch gepanzertes Fußvolk drinnen haben? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich nur noch mehr Bogenschützen. Also, Grafium Aldafla, du hast jetzt zwei Schlachten verloren, die wir beide hätten gewinnen sollen.
Dafür hast du den Kerker verdient. Das kann nur aktive Sabotage gewesen sein. Ja, ja. Er wurde eingekerkert. Und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wir können halt das Erbrecht noch nicht für die Großteilung. Wann lernen wir das denn? So, mein Onkel wird mein neuer Ratsmarschall. Familie! Blut ist dicker als Wasser. Wo lernt man denn die königliches Vorrecht, Erbschaft, Gemeinderat? Das müsste doch eigentlich jetzt irgendwo sein. Die Großteilung. Du hast auch gegen mich intrigiert. Müsste das nicht irgendwo hier sein? Gottes Gnadentum. Kurze Herrschaftsdauer schüttet Versailles beiden der Pfalz bei. Mehrere Banden, das ist auch nicht das, was ich haben möchte. Ich habe gerade keine Zeit für diese Frau. Domänenschwelle, Landschenkung, Windmühlen. Nee, da ist es auch nicht. Ist das Heraldik? Ah. Dann lernen wir Heraldik zuerst. Das macht Sinn, das zu lernen. Ich will den halt nicht diesen Krieg verlieren lassen. Das, nee, das geht nicht. Der Typ ist einfach eine Pfeife, ganz ehrlich. Das ist mein Neffe. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie ich das Bündnis mit dem hatte. Irgendeine Hochzeit, glaube ich, eigentlich mit dem. Aber jetzt ist er wieder unverheiratet. Der war mit deiner Tochter verlobt. Ist er nicht mehr? Und er ist nicht mehr mit deiner Tochter verlobt. Ja. Wahrscheinlich, weil du das Bündnis verändert hast. Aber ja, das kann sogar sein. Ja, jetzt sagt also, der Typ war es nicht wert. Jetzt hat er gerade gesagt, dass er hat mir gerade vorgeworfen, dass ich ihm ja Hilfe angeboten habe und ihm nicht helfe. Und ich bin aber so, mir kam nämlich auch ständig damit an. Also sehr unsympathischer Charakter. Are you fucking kidding me? Like, was soll ich denn tun? Ich fand eben auch, dass der, also es ist einfach ein sehr unsympathischer, sehr anspruchsvoller, so ein falscher Freund, der nur nimmt, aber nie gibt. Also sowas brauche ich halt nicht. Das habe ich genug unter meinen eigenen Vasallen. Ich muss ausmisten in meinem Leben. All die Nattern müssen raus. Oh, nur Gerechtigkeit soll übrig bleiben. Ja, aber damit kann ich auch meine Kriegsarmee ein bisschen in der Schlacht erproben, wenn ich für den Krieg jetzt allein gewinne. Ich habe jetzt allein 10.000 Mann. Mal schauen, ob das was hilft. Ich habe ja versucht zu helfen. Mein Typ hat jetzt schon 96 von 100 Schrecken. Einfach nur, weil er auf loyalen Untertanen beharrt und ein bisschen Anstand und Respekt will. Einfach nur. Ja. Alter. Wieso sind das auch wieder so... Also...
Wieso sind das denn auch schon wieder so viele Dudes da, die ihm gleichzeitig den Krieg erklärt haben? Hätte er sich nicht ein bisschen weniger anlegen können? Wir haben es ja gemerkt, er ist einfach unsympathisch. Den mag niemand, weil er so ein schlechter Freund ist. Besser als meine Frau, die ganze Zeit mit irgendjemandem Stress anfängt und ich muss es dann lösen. Ach, da haben wir einen perversen Vasall. Na super. Ich habe gerade keine Zeit, mich hier um Dinge zu kümmern. Ich muss hier Kriege führen, die nicht meine sind, und das ist schlimm genug. Weil es ein Christ ist, na gut, aber trotzdem. Und der Papst schickt mir auch kein Geld. Weil ich nicht gläubig genug bin. Der hat ja gar keine Armee selber mehr. Der hat nur noch 800 Mann. Was hat er denn angestellt? Ja, der hat das alles in dieser Schlacht verheizt, wo wir vorher waren. Und jetzt gewinne ich diesen Krieg für ihn, oder wie? Dankeschön, Domini, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Schauen wir mal. Aber Maurice, das ist Franzien. Wir wollen doch nicht, dass das Kaiserreich Franzien zerfällt. Also ich bin nur in England investiert, weil da ist mein Sohn der König. Das ist direkt neben uns. Du kannst das doch nicht zerfallen lassen. Pia, es ist die Probleme, du musst das lernen im Leben. Die Probleme sind nicht von außen, die Probleme sind von innen. Es sind die Nattern, die in dem Schlangennest sich gegen dich verschwören, während du genau solche Dinge tust. Während du denkst, ich ziehe nobel nach Franzien, um der Rechtschaffenheit Genüge zu tun. Weißt du, wie viele deiner eigenen Vasallen gerade gegen dich planen? Und ja, die Armee ist gerade woanders. Niemand, die lieben mich. Das denkst du, das dachte mein Vater auch, weißt du, er dachte, Pilgerreise. Ich habe mir Gottes Segen geholt und dann wurde er in den Straßen zu Tode geprügelt. Trifft dich richtig hart, ne? Mein armer, unschuldiger Vater und sein Großvater, also mein Großvater ja auch, beide. Du musst einfach dafür sorgen, dass das niemand mehr wagt. Ich glaube, Maurice hat ganz eigene Schwierigkeiten, mit denen er gerade kämpft. Ich danke euch. Dankeschön, Domini, für die 8 Monate. Dankeschön, Motzki, für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Und dankeschön, Exitus, für die 14 Monate. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Der war mit deiner Tochter verlobt. Die wäre Kaiserin von Franzien geworden. Du Irrer, du Narr. Ja, was? Das sind alles nur Versprechungen, die sind da, gebrochen zu werden. Du hast es gebrochen. Ja, um ihm zuvorzukommen. Weil er nicht vertrauenswürdig ist. Wieso sollte er nicht vertrauenswürdig sein? Der wird dieses, vor allem dieses Kaiserreich, der wird das doch verlieren. Guck dir an, was für ein kompetenter Versager der ist. Der braucht halt Leute, die ihn stützen. Wir brauchen ein sicheres, stabiles Kaiserreich Franzien im Norden, damit wir uns gegen den wahren Feind im Süden wehren können. Wir können nicht auch noch im Norden da die ganze Zeit kämpfen. Also ja, er ist vielleicht nicht am besten für alles geeinigt, aber trotzdem hält er Franzien seit 20 Jahren ziemlich ruhig. Das muss man ihm zugutehalten. Meine Tochter hat Schwindsucht. Die Zeit für drastische Maßnahmen ist gekommen. Oh Gott. Es hat funktioniert. Ich muss auf meine Gesundheit achten. Ich muss lang genug leben, um Ordnung zu schaffen und meinen Kindern hier was zu hinterlassen. Jetzt hat er mir eine Ruhmstufe entzogen, weil ich ihm nicht genug geholfen habe für seinen Geschmack. Ich hab's dir doch gesagt, das ist, weißt du, du setzt dich hier für den ein. Der Typ ist eine so undankbare, widerliche Pfeife. Eine fucking Ruhmstufe. Das ist für mein Ego nicht gut.
ich die englische Königin auch in den Krieg rufen, aber der helfe ich. Digga, ich helfe dir doch. Jetzt heult er da schon wieder für den nächsten Krieg. Oh, 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 irgendjemand ist gestorben. Oh, krass. Sohn Philipp ist gestorben. Wer? Starb an inneren Verletzungen im Alter von 26 Jahren. War der in dem Krieg? Ja. Ich glaube, der hat in dem Krieg mitgekämpft, wenn ich das richtig gesehen habe. Du beheizt sogar deinen Sohn für diesen undankbaren Versager aus Franzien. Ja, das passiert. Immerhin ist es ein Sohn, auf den ich stolz sein kann. Immerhin ist es ein Sohn, auf den ich stolz sein kann. Das stimmt natürlich. So wie ich auch auf meinen toten Vater stolz bin. Du und dein toter Vater, ey. So, jetzt haben wir einen neuen Ratsmarschall aus unserer eigenen Sippe. Das heißt, der Erfolg. Seht ihr, wir haben den verloren. Ja. Genua ist unabhängig, Franzien zerbricht. Der Typ. Nein, Franzien zerbricht nicht. Der ist bald abgesetzt. Nein. Danke für die 100 Bits. Nein, ich bin nicht bereit, diesen Krieg aufzugeben. Aber dass mein Sohn gestorben ist, ist bitter. Ein bisschen meine Armee reduziert tatsächlich, weil ich die mir nicht leisten kann. Ich kann sie mir immer noch nicht wirklich leisten, aber ein bisschen besser. Das finanzieren das mit Kriegsgefangenen. Wenn er seinen toten Vater so sehr mochte, warum hat er ihn dann nicht ausgestopft in den Thronsaal gestellt? Ey, dein Chat ist auch ganz schlimm. Du bist stolz auf ihn. War er männlich? So wie ein dreijähriger Schornsteinfeger. Wow. Wow, da hast du jetzt was ausgelöst. Was soll ich sagen? Ja, erklär dich mal ein bisschen, Pia. Das ist dein Chat. Meiner ist ja immer total unproblematisch und harmlos, wie wir alle wissen. Ne? Wir sind Engel, in der Tat. So, wir werden jetzt England retten. Wird aber schwierig, weil England auch total ab... Ne, England ist da oben mit 4000 Mann. Hier sind die 7000 vom Feind. Könnte sogar klappen. Das Problem, das ich gerade eher sehe, ist, dass diese ganzen Gebiete hier mit der Versorgungsschwelle meiner Armee nicht klarkommt. Ich muss meine Armee hier sich erholen lassen. Es sind einfach zu viele Männer und die verhungern. Aber das erholt sich jetzt hier immerhin. Dankeschön, Gerald, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Fremd, indem ich in deinen Chat schaue, genauso wie meine Ehefrau und mir. Das wird ja immer bunter hier. Chat, muss ich euch auch genauso säubern, wie ich meinen Hof gesäubert habe? Ich gebe den König von Franzien nicht auf. Ich habe ihm zum Zeichen meines Wohlwollens, dem Kaiser von Franzien, zum Zeichen meines Wohlwollens meine jüngste Tochter versprochen.
Eine Dreijährige mit einem 30-Jährigen. Ja. Das wirst du alles bereuen. Der Typ ist eine solche Pfeife. Nein, werde ich nicht. Der ist bei minus 79% mit seinem Krieg. Na und? Die Engländer sind bei plus 13. Das ist, die haben was drauf. Viel schlimmer ist, dass ich gerade übersehen habe, dass meine Armee angegriffen wurde, weil ich währenddessen mich um Verlöbnisse gekümmert habe. Die Brutmutter und meine in Aktion. Eigene Armee hier gerade zerschlagen habe lassen, weil ich dumm bin. Das war dumm. Das war richtig dumm. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe meine Armeen dorthin gestellt, damit sie sich erholen. Ja, ich kenne das. Das ist. Ich hasse das. Und hatte währenddessen Pop-ups und habe keine Meldung bekommen, dass ich angegriffen werde. Ja, Dankeschön, Asset, für den Prime-Sub. Dankeschön, Dankeschön. Mein Krieg hier, wo ich England helfe, steht bei plus 36. Musste ich halt. Ja, provozier weiter. König, England hat auch einen guten König aus dem Hause Sancho, wird hier geschrieben. Genau. Den kann man halt vertrauen, den Sanchos. Ich verstehe nicht, warum deren Armeen so viel stärker sind. Vielleicht hat der, auf Kriegskunst geskillt, deren Herrscher. Da kriegst du ja einige Vorteile. Das ist auch das Einzige, was mir halt einfällt, ne? Also oder er hat mehr Kriegsvolk, das ist ja auch manchmal. Oder er hat mehr Gebäude gebaut, die Kriegsvolk verstärken. Ja, was ist, ich habe super viele Kriegsvolkgebäude. Also ich eigentlich auch, ja. Aber es ist mir noch, was mir noch einfällt, weil ich mich auch ein bisschen gewundert habe. Ich hole mir jetzt gepanzerte Pferde. Es wird Zeit für gepanzerte Pferde. Ich glaube, der hat einfach viele Bogenschützen und diese Bogenschützen sind stark. Und deswegen hole ich mir jetzt das, was Bogenschützen countert. Ponys. Sind Pferde overpowered? Da sind wir wieder. Okay, jetzt kommt er hier. Nee, weil die gefühlt von allem anderen gecountert werden. So. Ich verliere so viel Geld in diesem Krieg, der nicht meiner ist. So, aber derweil, während wir sie hier ablenken, nehmen die Engländer noch ihre Gebiete ein. Das ist sehr, sehr gut. Wo ist denn noch ein Feind, den wir attackieren können? Das haben die Engländer schon. Vor allem, ich finde es so schön, dass der mich halt voll jammert, dass wir den Krieg verlieren. Aber selber einfach seit 3 Jahren keine Armee mehr zur Verfügung stellt für den Krieg, der seiner ist. Das finde ich ganz spannend an der Geschichte. Ja, ich finde es faszinierend, wie du mir immer wieder Dinge bestätigst, die ich dir schon lange über diesen Menschen sage und dann daraus schlussfolgerst, nein, er sollte auch noch meine Tochter heiraten. Ja. Das ist ein toxischer Freund, der Typ. Solche Leute muss man aus seinem Leben streichen. Ja, aber es ist auch ein Kaiser. Ja, aber nicht mehr lang, wenn der so weitermacht. Der hat es den auch verloren. Ja, aber dann ist er trotzdem noch Kaiser. Ja, aber ich meine, er hat den auch verloren. So ein Kaiser. Also, ich weiß doch, wie es ist. Die Nattern sind, also, der wird nicht mehr lange herrschen. Die Geier kreisen schon. Und ich kann es sogar verstehen. Würde ich als Geier auch. Hast du gerade gesagt, würdest du als Geier auch? Ja, wenn ich ein Geier wäre, würde ich über dem kreisen, als wäre er die schmackhafteste Leiche in ganz Franzien. Es ist der Kaiser von Franzien, das ist ziemlich sicher die schmackhafteste Leiche in ganz Franzien. Ja, eben! Ja, aber das muss man. Hast du keine Grundsätze? Mein Grundsatz ist Loyalität und Ordnung. Ja, wo ist deine Loyalität dem Kaiser von Franzien gegenüber? Der hat mir ja auch keine erwiesen. Das, also Loyalität, du bist ja auch ist ja kein eine Kaiser. Straße. Du bist ja auch kein. Also, das ist halt schwierig.
Ich sehe schon, du wirst in den Untergang stürzen mit diesem Menschen. Nein. Jetzt vereinen wir uns hier mit den Truppen von England und dann geben wir diesen Rebellen richtig auf die Nase. Man kann designierte Nachfolger bestimmen? Das kann ich? Warum kann ich das? Ich glaube erst ab 4. Lehnsstufe oder sowas. Ja, habe ich. Ja, genau, dann geht das. Ja, krasse Scheiße. Das ist ja anders wild, dass das geht.